Biologiestudium brauchst du ein extrem gutes Abi, also wirklich ein extrem, extrem, extrem gutes Abi und das hatte ich nicht. Und deswegen, dann musst du dich da auf eine Warteliste setzen, dann kann es bis zu 5, 6 Jahre dauern, bis du dann mit der Warteliste überhaupt dran bist. Dann musst du noch eine Abschlussprüfung, also eine Prüfung schaffen, um dann überhaupt eine Chance zu haben, aufgenommen zu werden. Also eine Aufnahmeprüfung. Und ja, Biologie ist halt einfach was, da brauchst du ein unfassbar gutes Abi für. Deshalb, das können halt echt nur die wenigsten machen. Hätte ich auch lieber gemacht, denke ich mal, weil wie gesagt, mit Informatik kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe in meinem Leben Informatik noch nicht viel gemacht, aber das Studium ist so aufgebaut, dass man halt auch mit null Vorwissen da was schaffen kann. Und wir spielen tatsächlich wieder gegen Ordnung. Wow, das zweite Spiel jetzt schon. Ich meine, wenn ich jetzt mega riesige Abozahlen auf YouTube hätte und mit YouTube so viel verdienen könnte, dass ich damit 5, 6 Jahre überbrücken könnte, dann würde ich mir das vielleicht sogar überlegen. Aber ich verdiene momentan keinen Cent damit. Und deswegen gab es für mich halt entweder nur die Möglichkeit, entweder du machst jetzt einen Job und wartest 5 Jahre währenddessen auf deinen Studienplatz. Dann hätte ich aber YouTube nicht weitermachen können. Oder du machst jetzt ein anderes Studium, wie ich es mit Informatik gemacht habe. Kannst dafür dein Hobby weitermachen. So, das war jetzt die Auswahlmöglichkeiten. Und dann habe ich mich halt für ein anderes Studium entschieden. Eins, wo ich eventuell auch Interesse drin habe. Also am liebsten hätte ich ja sogar noch Medieninformatik gemacht, weil das tatsächlich auch noch ein bisschen im Bereich, also mehr im Bereich Videospiele und Co. geht. Aber das wird leider nur in Hamburg und in Köln angeboten und in München und das ist mir alles 3 zu weit weg. Auch der hätte ich dann wieder einen Nebenjob gebraucht, um mir eine Wohnung leisten zu können und so weiter und so fort und deswegen musste ich normales Informatik studieren. So, wir spielen gegen Team Ordnung und haben tatsächlich eine Chance, das ist gut. Da sind vielleicht doch nicht alle Ordnungsspieler obermega krasse Megaskiller. Fuck, ich weiß, wo ich bin. Lass mich hier weg! Ah, fuck! Jetzt, das kann nicht sein! Alter, ihr seht die Map gerade nicht, ne? Wir haben bis vor 10 Sekunden alles dominiert, dann sterbe ich einmal und schon ist die komplette Map blau. Das kann nicht sein! Wir hätten die eben bis zur Map und sehen dann, dass die Gegner uns wieder bis zu unserem Spawn zurückgedrängt haben. Alter. So. Dahin hin. Ich hab ja nur einen, aber egal. Färbt! In die andere Richtung färben, Kumpel. Nein! Es ist trotzdem schon wieder mehr blau als orange. Das darf nicht sein! Die gewinnen das trotzdem noch, obwohl ich hier färbe wie sonst was. Die gewinnen das trotzdem. Alter, das ist das dritte Mal, dass ich gegen Team Ordnung spiele und alle 3 Mal hat Team Ordnung gewonnen. Die werden das Splatfest gewinnen, obwohl die nur 10 Leute haben. Ja, die haben wieder gewonnen. Und zwar haben sie es jetzt tatsächlich genau 20 Sekunden vor Schluss rumgerissen. Vorher haben wir bis dahin geführt. Und jetzt ist tatsächlich Team Blau noch Sieger. Wegen dem zweiten Fairness im Endeffekt auch noch. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. 3 Mal gegen Team Ordnung gespielt, 3 Mal haushoch verloren. Und wieder Bester im Team. Was soll ich dazu sagen? 10 Spiele gespielt, 10 Mal Bester im Team und 10 Mal verloren. Ne, 8 Mal verloren, so. Jep, ich wohne in Niedersachsen und studiere in Hannover, alles andere war zu weit weg. Vermutlich wird kein Mario Kart 8 DLC mehr kommen. Man weiß natürlich nicht, was der neue Nintendo-Chef so geplant hat. Aber laut der Aussage von Nintendo vor der
Veränderungen an der Spitze hieß es, dass kein Mario Kart DLC mehr geplant ist. Okay, da kommt die nächste Ordnung. Wenn wir das jetzt auch verlieren, dann gebe ich offiziell dieses Splatfest auf und sage, Team Chaos hat zu 100% verloren. Aber wie gesagt, es spielt halt niemand in Team Ordnung. Niemand. Also wir haben jetzt hier das 10. Spiel jetzt. Und von diesen 10 Spielen war erst bei 5 Spielen überhaupt Team Ordnung anwesend. Ansonsten sind so wenige in Team Ordnung, dass halt schon ganz häufig Team Chaos gegen Team Chaos spielen musste. Und wenn dann Team Ordnung aber jedes Spiel gewinnt, dann gewinnen die im Endeffekt das Splatfest, weil die Anzahl der Teilnehmer nur ein Fünftel aller Punkte anmacht. Ansonsten zählt nämlich die prozentuale Gewinnrate. Und wenn Team Ordnung halt bei fast keinem Spiel anwesend ist, aber bei den Spielen, die sie anwesend ist, jedes Mal gewinnt, dann ist die Sache eindeutig, dann hat Team Ordnung gewonnen, obwohl sie quasi die mit Abstand wenigeren Mitglieder hat. Ich hasse es. Nein, Roller so krass, weil die nur campen. Ihr habt es ja gerade eben selber gesehen. Rollerspieler sind die Camper schlechthin. Die stellen sich irgendwo hin. So, ich mach's jetzt auch mal. Die stellen sich hier hin, bewegen sich 10 Meter, 10 Sekunden lang nicht. Okay, haben sogar unsere beiden Rollerspieler haben es gerade vorgemacht. Die stellen sich irgendwo hin, bewegen sich so lange nicht, bis der Gegner direkt vor dir ist und dann killen sie dich. Einmal kann ich heute leider im Stream nicht spielen, weil ich den noch nicht gekauft habe. Das heißt, den kann ich erst in einem YouTube-Part verwenden. Alter, wir werden schon wieder platt gemacht! Das ist das 5. Mal, dass die in Ordnung anwesend ist. Das 5. Mal, dass wir nicht mehr vom Spawn wegkommen. Das ist ganz eindeutig. Das Splatfest geht zu 100% an Team Ordnung. Du hast einfach keine Chance gegen Team Ordnung. Die machen dich platt wie sonst was. Aber das war eigentlich auch klar. Weil die Leute, die ihr Zimmer ordentlich haben, sind vermutlich meistens ältere und reifere Menschen, sag ich's mal so. Während eigentlich 90% aller Kiddies, die dieses Spiel spielen, höchstwahrscheinlich ein sehr, sehr unaufgeräumtes Zimmer haben werden. Das heißt, die Chance, dass in Team Ordnung bessere Spieler als in Team Unordnung sind, ist halt sehr hoch. So, hier, ich werde zwar sterben. Warum hat das nicht geschossen? Ich habe 3 Mal auf das Gamepad getippt. Oh. Boah, ich... Es macht doch keinen Spaß, wenn du in keinem Match eine Chance hast. In keinem einzigen. Wenn dich das Gegnerteam jedes Mal platt macht. Und zwar jedes Mal so haushoch, ihr seht es hier selber. Die ganze Map ist blau. Die ganze Map. Und das jetzt zum... Wie vielten Mal? Keine Ahnung, zum 50. Mal. Keine Chance. Teamordnung ist ganz, 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 ganz souveräner Sieger von dem Splatfest. Hier, die campen uns am Spawn. Wir können uns nur am Spawn verstecken und warten, bis das Spiel endlich vorbei ist. Und selbst an unserem Spawn werde ich gekillt. Toll. Und nochmal ein blauer Tinferno in letzter Sekunde, damit auch wirklich alles blau ist. Also ich habe noch nie ein so dominantes Splatfest gesehen, dass 90% aller Spieler in Team Chaos sind, aber die 10%, die in Team Ordnung sind, so stark sind. Ich meine, ich bin in jeder Runde bin ich der Beste in meinem Team und wir verlieren trotzdem jedes Mal so hoch, dass da oben das Gefahrzeichen steht. Das Gefahrzeichen ist eigentlich das Anzeichen dafür, dass du sowieso komplett raus bist und keine Chance mehr hast. Und das ist halt jede Runde da. Also ich weiß mir halt echt nicht mehr zu helfen. Ich sehe keine Chance, jemals ein Spiel in diesem Splatfest gewinnen zu können, weil alle Gegner von Team Ordnung einfach unfassbar krass sind.
Boah, und es sind auch so wenig Leute im Team Ordnung drin, dass wir jedes Mal 5 Stunden im Ladescreen warten müssen. Das ist doch frustrierend, dieses Splatfest. Da sind die nächsten Team Ordnungsleute und die sind auch glorreicher. Danke sehr, Spiel. Danke für das super Matchmaking. 4-mal die beste Rolle des Spiels gegen 4-mal die zweitschlechteste Rolle des Spiels. Super Matchmaking, wir werden wieder verlieren. Und zwar wieder haushoch verlieren. Es wird dabei bleiben, wir werden niemand ins Splatfest gewinnen. Ich schalte mich immer für die Verlierermannschaft. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich für das Team entscheidet, was halt alle nehmen. Oder die meisten nehmen. Dann hast du halt auch sehr, sehr viele schlechte Spieler in deinem Team. Was ja eigentlich nicht schlecht ist. Also, es ist jetzt kein. Das ist nicht schlecht, das ist ja eigentlich kein Problem. Wenn man auch mal schlechte Spieler in seinem Team hat, aber wenn das Gegnerteam dann nahezu nur aus guten Spielern besteht, dann ist es ein bisschen doof. Ich schieße eine halbe Stunde hin und der kommt natürlich genau in der Sekunde, in der ich woanders hinziehe. Ich sehe schon wieder kein Land. Ich sehe schon wieder keine Chance, irgendwas zu reißen. Die Gegner dominieren schon wieder. Jetzt kommen die schon. Ich muss nur auf der Map gucken und sehe jetzt schon, wir haben verloren. 6. Mal Team Ordnung, 6. Mal Sieg für Team Ordnung. Oh, ist klar. 2 Schüsse reichen, ich sterbe, ist klar. Na, eine Stunde muss ich noch aushalten. Dann ist die Qual vorbei. Und dann spiele ich was anderes. Weil ich habe ja nichts dagegen, meine Runde zu verlieren, aber ich möchte halt echt nicht jede Runde verlieren. Weil dann ist irgendwie der Spaß auch weg. Ein bisschen zumindest. Oh, leck mich am Arsch. Alter, die spawnen, campen uns gleich schon wieder. Die haben uns. Ja, genau, jetzt kommen schon wieder 3. Jetzt ist es. Das Gefahrzeichen ist wieder da, alles klar. Vorbei. Ist doch echt nicht wahr. Hat die in Ordnung echt keinen einzigen schlechten Spieler? Die haben keinen schlechten Spieler, die haben nur Pros. Ich weiß, dass ich kein Splatoon spielen möchte, aber es ist das erste Splatfest, bei dem ich Zeit habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte auch das einzige Mal ein Splatfest auch mal spielen. Aber es hat halt so einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich den Streamer überhaupt gemacht. Eigentlich wollte ich jetzt ja aufnehmen. Aber habe mir gedacht, okay, alles klar, es ist Splatfest. Und wenn du Splatfest spielst, dann kannst du es auch aufnehmen. Aber es hat halt keine Chance. Ich bin wieder Bester im Team. Da bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Und wir werden wieder haushoch verlieren. Wir haben verloren. Und bin ich wieder der Beste im Team? Na? Yep, bin ich. Toll. Was soll man dazu noch sagen? 11. Spiel. 11-mal Bester im Team. Und jedes Mal, wenn es gegen Team Ordnung ging, verloren. Na, ich weiß nicht, ob ich die Zuschauer entscheiden lassen soll, welches Team ich gehe, weil das soll ja die Interessen der Leute widerspiegeln, sage ich mal. Das Splatfest ist ja dafür da, dass es halt quasi eine Abstimmung gibt zwischen den Leuten, damit Nintendo zum Beispiel auch eine Schlussfolgerung dazu hat. Aha, das ist jetzt quasi bei den Teams beliebter als das. Dafür sind die Spieler, die das und das lieber mögen, besser als die und die Leute. So ein bisschen, was soll das ja auch Feedback geben? Und wenn ich jetzt halt quasi euch entscheiden lasse, dann wähle ich ja nicht das Team, in dem ich besser bin. Also dann wähle ich ja nicht das Team, was ich normalerweise wählen würde, zumindest zu 50% nicht. Wieder bei der Datenübertragung bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mal so ärgerlich drüber.
Weil wir zwei nur Level 15 in unserem Team hatten, also zwei totale Anfänger. Das wäre wieder nur frustrierende Niederlage geworden. Oh, jetzt haben wir zwei Level 15er und Level 16er. Oh, das wird doch nichts. Ich glaube, die Abstimmung Chaos oder Ordnung war echt ein großer, großer Fehler von Nintendo. Weil 90% aller Spieler nehmen Chaos, weil die Hauptzielgruppe des Spiels halt eine recht junge Zielgruppe ist. Und deswegen halt auch sehr, sehr viele junge Menschen dieses Spiel gekauft haben. Und bei sehr, sehr vielen jungen Menschen das Thema auch unordentlich ist. Das heißt, alle jungen Menschen, die dieses Spiel gekauft haben, zumindest die meisten jungen Menschen, okay, die Gegner sind auch sehr, sehr unerfahren. Das ist schon mal ganz praktisch. Die meisten jungen Menschen, die dieses Spiel gekauft haben, werden dann vermutlich auch Unordnung gewählt haben. Das bedeutet, dass in Team Ordnung halt dadurch auch automatisch stärkere Leute drin sind. Das heißt, die Abstimmung, welches Team das meiste gewählt wurde, ist ganz klar ein Team Unordnung, aber die Siegesquote geht ganz klar an Team Ordnung. Das hätte man sogar fast schon vorhersagen können, bevor man hier wirklich irgendwelche Spiele gemacht hat. Das Einzige, was jetzt hier zu unserem Vorteil sein könnte, ist, dass das Gegnerteam komplett ein sehr, sehr niedriges Level hat und damit auch eine sehr, sehr niedrige Erfahrung. Das sollte unsere Chance sein, hier eventuell was reißen zu können. Weil das hätte er zum Beispiel sehen können, dass ich hier hochkomme, wenn er etwas erfahrener wäre. Allein dadurch, dass ich hier vorher hochgeschossen habe. Also wenn irgendein anderes Ergebnis rauskommt als das, was ich euch gerade eben gesagt habe, fast jeder hat Team Chaos genommen, aber Team Ordnung hat gewonnen, was Anzahl der Spiele nimmt. Wenn irgendwas anderes bei rumkommt, dann bin ich sehr, sehr verwirrt. Die Leute, bewacht keiner von uns unseren Spawn irgendwie? Die Gegner stehen bei uns vorm Spawn und keiner ist da irgendwie aufzuhalten. Wow, der ist Level 9. Wollte ich nochmal dazu sagen, der ist Level 9. Das kriegt man in 2 Minuten hin, Level 9 zu werden. Nein, 2 Minuten ist ein bisschen übertrieben. Alter, die machen uns trotzdem platt, obwohl die... Das kann nicht sein. Die können sie nicht trotzdem platt machen, obwohl die vielleicht 3 Stunden Spielerfahrung haben. Okay, jetzt müssen wir jetzt aber endlich mal rumreißen. Das kann nicht sein, dass wir das Spiel schon wieder verlieren. Ich habe schon wieder über 800 Punkte. Alles, was über 700 Punkte ist, ist normalerweise... Also, beziehungsweise alles, was zwischen 600 und 700 Punkte ist, ist normalerweise Durchschnitt. Das heißt, 800 ist schon weit überdurchschnittlich. Und das habe ich jede Runde. Es kann nicht sein, dass ich mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl jede Runde verliere. Das kann nicht sein. What the fuck? Als der auf mich geschossen hat, hat er schon längst tot sein müssen und hat mich trotzdem noch mitgenommen. Leute, jetzt färbt! Die Gegner reißen das jetzt in den letzten Sekunden gerade noch rum. Jetzt färbt einfach los. Nicht irgendwo campen oder sowas. Färben jetzt. Ich habe über 1000 Punkte. So. Wir dürfen nicht alle an einem Bot sein, Mann. Warum gehen wir jetzt alle zur selben Stelle? Ist egal. Haben das, glaube ich, tatsächlich gewonnen. Auch wenn es viel, viel knapper ist, als es eigentlich sein dürfte. Wenn ich mir meine Punktzahl angucke, ich hatte über 1200 Punkte. Das heißt, mit den 300 Siegbonus hätte ich 1500 Punkte fast. Da darf man eigentlich nicht nur so knapp gewinnen. So, jetzt über Super Splatfest-Typ. Und unser erster Sieg hier gegen Team Ordnung. Vielleicht gelingt uns noch ein zweiter. Aber bislang war Team Ordnung immer dermaßen stark, dass es nicht gelungen ist.
Beziehungsweise so krass stark waren die gar nicht, weil ich hatte ja gegen die tatsächlich eine Chance. Unsere Teammates waren bislang meistens so dermaßen unterlegen einfach. Das war ja eigentlich das Problem. Ich war ja jedes Mal Bester in meinem Team. Also es lag halt nicht unbedingt daran, dass das Gegnerteam so viel stärker war, sondern dass meine Teammates meistens so viel schwächer waren als die Gegner und ich. Weil meine Punkte waren immer überdurchschnittlich, leider. Ich sag ernsthaft leider, weil ich hätte lieber ein Team, was auf meinem Niveau ist, wo wir dann einfach alle gemeinsam untergehen, als statt dass ich halt besser bin als die Leute aus meinem Team und dann denke, doof jetzt. Aber die Gegner sind von ihrem Level her nicht zu unterschätzen. Der Rerun bei Until Dawn, ich weiß halt nicht genau, wann und ob er überhaupt kommen wird, weil das Spiel ist jetzt schon echt lange her. Und ich werde halt wahrscheinlich auch demnächst keine Zeit dafür haben. Das Spiel dauert halt auch seine paar Stunden. Jedes Kapitel hat so mindestens drei Viertelstunde gedauert. Jetzt, wo man alles schon kennt und nicht mehr unbedingt alles erforschen muss. Und vielleicht ein paar Kapitel wegfallen, weil Teammates, sag ich schon. Weil Leute gestorben sind da drin, relativ früh schon im Spiel. Das will ich ja dann eigentlich machen, dass die Leute relativ früh im Spiel schon sterben. Wieder keine Chance jetzt. Der hat das jetzt nicht überlebt, oder? Der hat es überlebt! Ich will gar nicht auf die Map gucken, da ist schon wieder alles blau! Wieso, Team? Bin ich der Einzige, der versteht, dass man dieses Spiel einfach nur färben muss? Das kann doch nicht so schwer sein. Oh. Wie kann der mich von unserem Spawn aus killen? Was macht mein Team? Leute, der ist an euch dreien vorbeigerannt, um mich zu killen. Der ist mit dem Rücken zu euch gerannt. Schafft ihr es nicht, jemanden zu killen, der mit dem Rücken zu euch läuft? So. Zwei weg. Jetzt aber färben wir. Ich glaube, unsere Teammates machen das auch. Wenn man mal zwei Gegner erledigt hat, dann mal ein bisschen nach vorne und Territorium zurückerobern. Heißt ja nicht umsonst Revierkämpfe, der Modus. Das gibt es nicht! Oh. Ich gebe dem 6 Treffer. Wenn der Gegner mich abschießt, reichen übrigens immer 2 Treffer, wenn ich schon sterbe. Ich gebe dem 6 Treffer und dann, wenn der Nähtreffer auf jeden Fall der Tod gewesen wäre, dann schafft er gerade noch so sein Schutzschild zu aktivieren. Oh. Wir haben schon wieder über 800 Punkte. Das kann nicht sein, Team. Wie kann ich jedes Match ausnahmslos stark überdurchschnittlich viele Punkte haben und trotzdem jedes Match stark eindeutig verlieren? Mann, das regt jetzt langsam echt auf. Wieso muss Team Unordentlich so scheiße sein? Ja, es bringt jetzt voll, dass ihr alle noch zu mir springt. Ich kann gleich noch eine andere Waffe spielen, aber wenn ich mit dieser Waffe hier noch nicht mal schaffe, einen Sieg zu bekommen, dann weiß ich nicht, mit welcher sonst. Ich hätte eigentlich die Waffe gewechselt, hatte ich am Anfang gedacht, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Teams ausgeglichen sind, von der Stärke her. Sind sie ja scheinbar nicht, weil sonst wäre ich nicht jedes Match Teambester. Aber egal. Normalerweise hätte ich erzählt, weil das hier die OP-Waffe ist, hätte ich die eigentlich am Anfang ein bisschen gespielt und wenn es dann zu langweilig geworden wäre... Weil ich halt mit der Waffe halt jedes... Aber mein Team braucht mich eigentlich mit der Waffe. Das ist halt das Problem. Ihr seht ja, dass ich jedes Match bester bin auf dem Server da. Also in unserem Team zumindest. Jedes Match bester in unserem Team bin und wir trotzdem verlieren. Wenn ich jetzt eine andere Waffe nehme, mit der bin ich definitiv schlechter. Dann haben wir halt das große Problem, dass ich eine Waffe habe, mit der wir definitiv schlechter sind. Und
dann gar keine Chance mehr gegen die Gegner haben. Also wenn die Gegner ein bisschen schwächer wären, würde ich echt gerne die Waffen durchrotieren. Aber so ist gerade doof. Weil dann können wir eigentlich gleich nicht aufgeben, wenn ich dann auch noch als guter Spieler ausfalle. Keine Ahnung, was ich sonst nehmen soll. Die Sniper bringt es nur, wenn man Teammates hat, die auch viel färben. Und das hatten wir bislang nicht. Also Sniper fallen weg. Mit dem Roller kann ich gar nichts. Also fallen Roller auch weg. Und dann bleiben eigentlich nur noch die ganzen Kleckser. Mit dem Kleckser bin ich halt am besten mit der Airbrush. Was nehmen wir denn dann? Komm, nehmen wir einfach mal den Scheißpinsel. Scheiß drauf. Ob wir jetzt verlieren und ich Serverbester bin oder ob wir jetzt verlieren und ich einfach auch im Mittelmaß bin. Nehmen wir die. Oh, ein Level 8 Typ, ernsthaft? Level 8? Der ist doch nicht mal für Rangkämpfe zugelassen. 90% der Splatoon-Spieler waren am ersten Tag Level 10. Warum kriegen wir denn jetzt einen Level 8er? Und das war doch klar, dass die alle die Leute jetzt im Team unordentlich gehen. Was habe ich mir denn dabei gedacht, Team unordentlich zu wählen? Das war doch eigentlich klar. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Also ich habe mit dem Pinsel, glaube ich, bislang 5 Matches gespielt. Mehr nicht. Oh, ich will dich schon wieder so eindeutig verlieren. Bitte nicht. Warum? Womit habe ich solche Teams verdient? Und jetzt spiele ich auch noch scheiße. Ihr seid jetzt schuld, Chat. Ihr seid schuld. So. Trotzdem mein Bestes hier mal. Ja. Auf geht's. Lass mich hier weg! Boah! Ja, was reden? Ich hab das Spiel doch so schon nicht mal. Ihr seht doch selber, was hier passiert. Wenn ich euch jetzt auch noch reden, dann kann ich gleich aufgeben. Ist nun mal ein Multiplayer-Game, da muss man sich nur mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ah, weg damit! Scheiß-Rakete! Boah, das kann nicht sein! Guck dich mal! Alter, wie können. Ich will das nicht mehr spielen! Wenn ich mir die Map angucke, dann können wir doch gleich eh schon wieder aufgeben, Mann! Ist alles blau. Alles blau. Ja, 2 Leute gekillt. Wenn mein Team jetzt nicht auch schon wieder komplett tot wäre, also ausnahmslos, hätten wir jetzt vielleicht mal eine Chance, nach vorne zu kommen. Aber nein. Mein Team kann ja leider nichts. So, wobei wir jetzt tatsächlich gerade ein bisschen am Ausgleichen sind. Aber ich brauche jetzt Unterstützung. Hinter mir sind Fernkämpfer und ich bin Nahkämpfer. Ich muss an die rankommen und bin meistens schon tot, bevor ich an die rangekommen bin. Boah, wie der mich mit 2 Schüssen erledigt und ich 6 Schläge brauche. Das ist doch unfassbar. Ja, dann verlieren wir halt wieder eindeutig. Was auch sonst. Ich werde gleich auf jeden Fall die Waffen wechseln. Es bringt nichts, mit einer anderen Waffe zu spielen. Tut mir leid, ich hätte gern Abwechslung gegeben. Aber das bringt nichts. Wie ich eben schon gesagt habe, wir verlieren ja eh jedes Match. Und wenn ich dann auch noch rausfalle, obwohl ich in jedem Match bester Spieler in unserem Team war,
Weil ich eine Waffe nehme, die ich nicht kenne und dann nicht so trainiert drauf bin, dann hat es eigentlich keinen Sinn. Ist sogar noch mal knapp geworden am Ende, aber ich glaube, Blau hat gewonnen. Ja, Blau sollte gewonnen haben. Ach, das Match ging Team Ordnung. 7. Niederlage. Toll, ich bin trotzdem Bester auf dem... Ich sag nichts mehr. Ich bin wieder Bester im Team. Und wir haben wieder verloren. Was soll ich denn noch machen? Spiel. Hab jetzt 8 Spiele gespielt gegen Team Ordnung und 4 Spiele gegen Team Chaos. Weil zu wenig in Team Ordnung sind. Ich war in allen 12 Spielen Bester in unserem Team. Und wir haben 10 von den 12 Spielen verloren. Ich kann halt nicht mehr machen. Ja, nehme ich wieder die OP-Waffe. Ich würde euch, wie gesagt, gerne Abwechslung zeigen, aber es bringt halt nichts. Die Gegner sind einfach zu stark dafür, dass ich eine andere Waffe nehmen kann. Kackdreck. So. Gib mir jetzt vernünftiges Team. Ah, Stufe 14. Wir haben aufgegeben. Jetzt komm schon. Auf Gegner wird gewartet. Dann warten wir mal auf den Gegner. Es wird eh wieder 12 Jahre dauern, weil so gut wie keiner Team Ordnung ist. Sonst noch irgendwelche Fragen, Chats? Die uns hier die Wartezeit ein bisschen verkürzt. Na, was sieht man ja. Oh Gott. Ernsthaft, der Schlechteste aus dem Gegnerteam ist 2 Level über den Besten aus unserem Team. Und die haben Sora, also können wir gleich aufgeben. Da haben wir dann eh keine Chance mehr. So, färben. So. Da eine hin. Ja, die Waffe ist aus dem Grund OP, weil es in dem Modus halt ums Färben geht, ne? Und die Waffe färbt so unfassbar schnell. Also die ist halt fürs... Für den... Ah! Kampf gegen Gegner, vollkommen unnütz. Also ihr seht ja, wenn ich jemanden frontal angreife, dann sterbe ich halt zu 90%. Aber es geht in dem Modus ja nicht um Kills. Die Kills sind ja vollkommen egal. Also ob du jetzt 0-10 stehst, ist ja vollkommen egal. Wenn du die meiste Fläche eingefärbt hast, hast du gewonnen. Und darum geht es ja in dem Modus hier. Es ist ja Revierkämpfer. Also wer im Endeffekt das meiste eingefärbt hat, hat gewonnen. Und da diese Waffe hier eine der schnellsten, wenn nicht sogar die schnellste Waffe ist zum Einfärben und die Spezialfähigkeit, die man im Endeffekt einsetzen kann, auch nochmal gut einfärbt, nämlich diese hier, ist die Waffe halt die overpoweredste. Und wenn ich auf die Map sehe, dann haben die Gegner schon wieder 90%, obwohl ich hier die ganze Zeit am Färben bin. Der Rest meines Teams tut es wohl leider nicht. Also wenn es hier um PvP gehen würde, wäre die Waffe nicht overpowered, auf keinen Fall. Aber ums Färben ist die halt extrem krass. Mir wird halt nur überboten mit diesem Roller da oben, aber der kostet halt auch 15 mal so viel wie meine Waffe. Und wurde erst per DLC nachgereicht. Die Map ist auf dem Gamepad. Das ist das Problem, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil die auf dem Gamepad ist. Aber ihr seht oben anhand der Tintenfischköpfe, wie es ungefähr steht. Je größer die Tintenfische sind, umso mehr hat das jeweilige Team eingefärbt. Ach, leck mich am Arsch. Dann haben die auch noch ein Sniper-Camp da oben. Und wenn das Gefahrsymbol bei uns steht, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir dieses Spiel fast nicht mehr gewinnen können. Das stand bei uns jetzt schon 2 oder 3 Mal. Alter, das kann nicht sein! Ich treffe den 6 Mal, der dreht sich nach rechts, macht mir einen Schuss rein und bin tot. Oh, das macht keinen Spaß mehr. Wieso sind in Team Ordnung nur solche Oberpros? Meine Fresse!
Und wieder Haus hoch verloren. Geil. Ich hätte einfach die Ordnung nehmen müssen, hätte ich heute den leichtesten Tag meines Lebens gehabt. Ich bin schon wieder bester im Team. Zwölfte Runde, 12-mal bester im Team und nur 2 Runden gewonnen und das war davon nur eine gegen Team Ordnung. Also quasi, wenn man die gegen Team Ordnung Kämpfe mitnimmt, 11 Matches, 10-mal verloren und bei alle 11-mal bester im Team. Leck mich am Arsch. Ja, es war halt zu erwarten, wenn das Spiel dir die Wahl gibt, nimmst du Team Chaos oder Team Ordnung? Dann ist halt das Zielpublikum von Splatoon ist halt eher eine jüngere Generation, sage ich mal so. Also die Zielgruppe von Splatoon ist eine jüngere Gruppe. Und bei den jüngeren Leuten sieht es im Zimmer halt meistens chaotisch aus, sage ich mal. Also ich sag mal, 90% aller jungen Spieler haben halt ein unordentliches Zimmer. Das heißt, diese 90% von den jungen Spielern werden alle unordentlich gewählt haben. Das bedeutet, dass im Team Ordnung halt nur noch die Leute drin bleiben, also die 10% der jungen Leute drin sein, sind, die ein gutes, ein ordentliches Zimmer haben und die älteren Leute, die schon auf sowas achten. Und die älteren Leute sind dann durchschnittlich in diesem Spiel stärker als die ganz jungen, was ja klar ist, weil die viel mehr Videospielerfahrung haben. Und dadurch ist es auch ganz klar, dass Team Ordnung einfach 5-mal bessere Spieler hat als Team Chaos. Da kann man dann noch so gut spielen, wenn in deinem Team halt einfach durchschnittlich schlechtere oder halt unerfahrenere Leute im Team sind, hast du halt keine Chance. Und das ist das Problem an diesem Splatfest dieses Mal. Das merkt man halt auch. Also wenn man in der Lobbysuche die ersten 4 Spiele, die wir gemacht haben, waren ja gegen Team Chaos. Weil nicht genug Leute in Team Ordnung drin waren. Es waren halt nicht genug Leute in Team Ordnung drin, dass wir Team Chaos gegen Team Ordnung spielen konnten. Das heißt, wir mussten die ersten 3 Spiele ja gegen unser eigenes Team spielen. Also Team Chaos gegen Team Chaos. Also daran sieht man ja schon mal, dass in Team Chaos wesentlich mehr Leute drin sein müssen als in Team Ordnung. Und dadurch, dass der Team Ordnung jedes Spiel haushoch gewinnt, sollte halt meine andere Theorie dann auch stimmen. Fuck, jetzt habe ich das gerade gezündet, dass dein Gegner um die Ecke kam. Ich bin jetzt tot. Boah, ich habe die ganze Zeit gewartet. Die ganze Zeit habe ich gewartet, niemanden gesehen. Genau in dem Moment, in dem ich die Rakete rausziehe, kommen 3 Leute um die Ecke. Geil. Ich bin hier nur am Färben, weil der Vorsprung der Gegner wird immer größer. Oh Gott, und dann renne ich ja noch genau in diesen Bazooka-Schuss da rein. Wow, es ist wieder Gefahr da. Das heißt, die Gegner haben schon wieder über 60% der Map. Ist das nicht toll? Ist ja voll lustig. Ist ja nun nicht so, dass es jedes Match so ist. Es hat eigentlich gar keinen Sinn mehr zu spielen. Team Ordnung gewinnt eh jedes Spiel. Es hat ja gar keinen Sinn mehr, je überhaupt noch weiter zu spielen. Oh mein Gott, wir könnten es jetzt noch drehen, tatsächlich, kurz vor Schluss. Wir kommen gerade voll nach vorn. Weiter so, Leute. Na, aber hat, glaube ich, nicht gereicht.
Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich glaube es nicht. Dass das dieses Jahr noch passieren kann. Ich fasse es einfach nicht. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, dass wir gewonnen hatten, weil ich mir sicher war, dass wir verloren hatten. Und deswegen auf den Chat gekriegt habe und über die Musik gehört habe. Moment, ist das nicht die Siegesmusik? Alles klar. Ich glaube aber, ich war nicht so ganz unbeteiligt an dem Sieg, weil ich mal wieder Teambester war. Wollte ich nur mal anmerken. Also so ganz unbeteiligt war ich nicht, aber trotzdem... Im Endeffekt zählt halt der prozentuale Satz der Siege. Und ja, prozentual werden wahrscheinlich die Ordnung mehr gewinnen. Bei dir laggt Hearthstone nebenbei, wenn du den Stream anhast. Also das Hearthstone kann ich eigentlich wegen während allem anderen anmachen. Also während Hearthstone kann ich hinterher rendern, Stream anhaben, hochladen und noch fünf andere Sachen machen und das wird kein Problem. Aber halt aufwendigere Spiele sind bei mir das Problem. Also Hearthstone ist das einzige Spiel, bei dem ich alles machen kann nebenbei, ohne dass da irgendwas laggt. So, die Gegner haben Pikachu. Da sollten wir aufpassen. Dass wir nicht paralysiert werden. So. Dann machen wir hier mal... erste Rakete drauf. Da, das war Pikachu, verdammt. Okay, hast du spielt zur Zeit, dann ist ja gut, dass ich es jetzt seit einem Monat nicht mehr gespielt habe. Warum färbt ihr den Anfang hier nicht? Das sind wichtige Punkte, Leute. Leon, ich mach das doch schon. Geh du doch mal weiter, ich mach das hier. Lohnt sich ja nicht, wenn wir hier beide in unserem eigenen Gebiet rumlaufen, dann können wir halt auch nicht vorwärts. Bin jetzt nur hinten geblieben, weil ihr eben hinten auch alle nichts gefärbt habt. Oh Gott, jetzt kommt der Schuss. Von unserem Spawn, Pikachu! Oh, Blizzard hat Serverprobleme, das ist ja was total Neues. Hatten die ja noch nie. Was hatten sie nicht beim Add-on vom großen Turnier schon vorher gesagt? Dass die Serverprobleme allesamt der Vergangenheit angehören. Ja. Natürlich. Hat man ja gemerkt. Beim Release war ja überhaupt kein Lag oder so. Und auch, dass es jetzt danach immer noch Serverprobleme gibt, spricht ja bestimmt dafür, dass die Serverprobleme der Vergangenheit angehören. Ganz klar. Ja, wie Pikachu einfach an uns vorbeigelaufen ist, sind sie dann trotzdem mit weniger Schüssen geketert als hier ihn, obwohl er dieselbe Waffe hat. Wieso musste ich ihm 7 Schüsse reindrücken? Bei ihm reichen 3, wenn wir dieselbe Waffe haben. Och, Leon. Jetzt lass mich doch mal hier machen, Mann. Du lockst doch nur die ganzen Gegner her. Boah, das ist schon wieder so eine eindeutige Niederlage. Warum? Ach, Leon. Ich gehe jetzt mal hier unten lang. Wahrscheinlich steht Leon eh gleich wieder neben mir. Wahrscheinlich ein Fan. Der die ganze Zeit hinterherläuft.